Phil Laude. Ich bin ein Allmann. Okay, ja. Hallo Funk, mein Name ist Frank Stimpel und ich zeige euch heute meine 10 Essentials, muss ich das sagen? Ja. Also es gibt ein deutsches Wort dafür, ne? Lieblingsgegenstände. Wir haben so eine schöne Sprache, wir sollten die auch benutzen. Fangen wir mal an. Ja, das ist meine Nummer 1 hier. Birkenstocks mit Socken natürlich. Der volle Tragekomfort, den hast du dann in Kombination. Das gehört zusammen. Ist ein bisschen wie Aronal und Elmex, ne? Nee, Tristan und Isolde. Sie kennen Tristan und Isolde. Ihr kennt das, oder? Das kennt man. Ja, das ist jetzt auch schon ein älteres Semester. Ich denke so 5 Jahre. Ja, 6. Ja gut, aber so Birkenstocks, die reifen auch mit der Zeit. Ne? Ja, ich habe mir jetzt für die Stadt ein neues E-Bike besorgt und damit ich im Straßenverkehr auch gut zu erkennen bin, habe ich den Kollegen hier. Safety first. Und gleichzeitig hat man auch noch Style. Ja, man sagt ja immer, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ne? Wie heißt die Tochter? Na, wer weiß es? Porzellankiste. Die Mutter. Die Tochter von der Porzellan. Wenn die Mutter der Porzellankiste ist, dann heißt die Tochter Porzellankiste. Ja, ein Witz wird immer super, wenn man den erklären muss. Absolut essentiell, ja, die gute 50er. Also viele denken ja, wenn die Sonne nicht direkt scheint, ja, wenn da Wolken am Himmel sind, dann sind sie sicher. Pappalapapp. UV-Strahlung durchdringt auch Schleierwolken. Ja. Und wie cremt man sich richtig ein? Ja, ich mach das mal vor. Die meisten nehmen zu wenig Creme. Also wirklich viel Creme, aber wenig verreiben. Bin ich noch weiß? Ja, Hautkrebs ist auch nicht sexy, ne? Ja, die Bibel. Ja, wenn mir einer im Scrabble erzählen will, hier dieses Wort gibt's, dann hole ich diesen Bad Boy hier raus und die Diskussion ist beendet. Ja, also wir alle wissen, wie einfach hier aus so einem Schlüsselring mal ein Schlüssel rausrutscht, aber diesem Kollegen hier, dem guten alten Karabiner, dem entkommt wirklich niemand. Ja, der ist fürs Haus, der ist für den Briefkasten und, der ist für den Briefkasten. Dann ist der andere für, der ist für den Briefkasten. Der andere habe ich jetzt vergessen, wofür der ist, aber jetzt kann ich den auch nicht mehr abnehmen. Also der hier ist auf jeden Fall, der öffnet das Wichtigste. Alkoholfreies Bier. Ja, ich war letztens in einem 4-Sterne-Hotel. Da haben sie das Rührei mit Salz serviert. Ja, und dann habe ich hier für diese Fälle immer den hier in Reisegröße dabei. 2-3 Tropfen und man ist wieder im 5-Sterne-Hotel. Ja, dieser Ordner beinhaltet praktisch alles, was es zum Leben braucht. Haftpflicht, Krankenkasse, Altersvorsorge und am allerwichtigsten die Rechtsschutzanzeige ist sowas von raus. Ich finde, Grau ist auch einfach so eine schöne Farbe. Das passt irgendwie zu allem, oder? Nur Ocker finde ich noch schöner. Ja. Tatsächlich ist Fahrraddiebstahl in deutschen Großstädten noch ein großes Thema, bei mir nicht. Ich habe aber auch zusätzlich zu meinem ganz normalen Schloss mein Fahrrad auch noch unter Strom gesetzt. Also wer sich dann einen 5-Finger-Rabatt holen will, der hat danach nur noch 4 Finger. Ja, und in dieser wunderbaren Dose habe ich immer mein Schmalzzwiebel-Mettbrot. Ist auch geruchssicher. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie bekommt man die krumme Banane in die eckige Dose? Tja, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Das waren meine Lieblingsdinge. Wenn ihr auch so ein Krimi-Fan seid wie ich, hier geht's zu Schreib mich ab, einem interaktiven Hörspiel-Podcast. Und hier seht ihr mich beim Zugfahren.
Bis dahin, guten Appetit. Tschö mit Ö.